Let's Dance-Tanzpaar Christina Luft und Mike Singer haben schnell eine enge Bindung aufgebaut und gestehen jetzt ihre Ängste. Woche für Woche müssen die Promis bei Let's Dance einen neuen Tanz erlernen und trainieren dabei jeden Tag Stunden mit ihrem Profi. Klar, dass sich das Tanzpaar da schnell näher kommt und eine enge Bindung zueinander aufbaut. Let's Dance-Star Mike Singer über Christina Luft: Ich habe Schiss, sie zu verlieren. So geschehen auch bei Christina Luft und Sänger Mike Singer. In der vergangenen Woche durften die beiden einen sehr emotionalen Contemporary vorbereiten und erhielten dafür von der Jury tolle 26 Punkte. Dass sich die beiden gut verstehen, wird von Show zu Show deutlicher. Im RTL-Interview gestehen die beiden jetzt, wie eng die Bindung wirklich ist und schwärmen regelrecht voneinander. Ich bin emotional sehr gebunden an sie. Wenn sie sagt, Mike, das ist scheiße, mache ich mir sofort Gedanken, mag sie mich nicht mehr, sagt Mike über Christina. Und weiter, ich habe einfach so sehr Schiss davor, diesen Menschen zu verlieren, so der 22-Jährige. Christina Luft ist räumlich getrennt von ihrem Verlobten Luca Henny, und auch Christina verrät, dass es nicht normal sei, dass die beiden so schnell eine so enge Beziehung zueinander aufgebaut haben. Auch nach der Show wollen die beiden sich unbedingt weiterhin treffen, allerdings natürlich nur rein freundschaftlich, denn die 32-Jährige ist glücklich vergeben an ihren Verlobten, Sänger Luca Henny. Momentan sind die beiden getrennt, weil Luca Henny durch die Schweiz tourt und Christina für die Show in Köln ist. Übrigens schwebt nicht nur Christina Luft auf Wolke 7, auch bei Mike Singer läuft es in Sachen Liebe rund. Der Sänger ist seit dem vergangenen Jahr schwer verliebt in Influencerin Sophie Lillian Mastert.